Auf YouTube werden in jeder Minute über 500 Stunden Videomaterial hochgeladen. Wer aus dieser riesigen Masse herausstechen und ordentlich Klicks sammeln will, muss sich also etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die YouTuber in diesem Video haben es mit ihren grenzwertigen Aktionen aber definitiv übertrieben. Euch erwartet unter anderem ein YouTuber, der für Promo vor wirklich nichts zurückschreckt, ein Streamer, der in einem Erwachsenenfilm mitspielt, oder zwei beste Freundinnen, die beim Geldmachen keine Grenzen kennen. Also bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Wir beginnen mit einem YouTuber, über den 2019 ganz Deutschland diskutierte, nämlich Rezo. Damals hatte er sein berühmtes Video Die Zerstörung der CDU hochgeladen, was bis heute über 19 Millionen Views sammeln konnte. Rezo kritisierte in diesem Video viele große Versäumnisse der Regierungspartei und ging insbesondere auch auf den Punkt Klimaschutz ein. Hierfür recherchierte der YouTuber hunderte von Stunden und belegte jeden seiner Kritikpunkte mit Quellenangaben. So schaffte er es, das Problem des Klimawandels und die Untätigkeit der Regierung einer großen Öffentlichkeit begreifbar zu machen, wofür er Unmengen an Lob erhielt. Mit seinem Folgevideo Die Zerstörung der Presse, was im letzten Jahr veröffentlicht wurde, kritisierte er dann auch noch verschiedene Medien, vor allem die FAZ, für ihre nicht neutrale Berichterstattung. Doch genau diese Aktion ging etwas nach hinten los, denn Rezo selbst machte in seinem Video einige Fehler. Anstatt nur sachliche, begründete Kritik zu liefern, wie in seinen anderen Zerstörungsvideos, verallgemeinerte und verkürzte der YouTuber hier viel zu stark und machte darüber hinaus viele inhaltliche Fehler, wie ihm später nachgewiesen werden konnte. So patzte er beispielsweise bei seinen Statistiken, zitierte falsch oder trennte manchmal Meinung nicht von Fakten. Kurz gesagt, machte er einfach selber viele der Fehler, die er den Journalisten in seinem Video vorwarf. Das führte dazu, dass die FAZ sogar ein Antwortvideo drehte und darin einige Argumente von Rezo ziemlich entkräftigen konnte. Aber auch wenn Rezos Pressekritikvideo vielleicht nicht hundertprozentig stichhaltig war, ändert das natürlich nichts daran, dass er mit seiner Behauptung, dass der Klimawandel nicht ernst genug genommen wird, absolut richtig liegt. Rezo behauptet zu Recht, dass die Wirtschaft und vor allem viele führende Politiker jahrelang die Bedrohung des Klimawandels verharmlost haben. Doch angesichts der vielen negativen Folgen erscheint man teilweise fast schon machtlos gegenüber dem wohl größten Problem der Menschheit. Ein wirksames Mittel, das vor allem helfen könnte, wenn wir wirklich alle mitmachen, wäre zum Beispiel das Pflanzen von Bäumen gegen den Klimawandel. Auch wenn das meistens nur mit Geldspenden geht, gibt es inzwischen auch kostenlose Programme wie EcoFi. Mit der Browsererweiterung EcoFi könnt ihr normal online einkaufen und ohne dass ihr etwas dazu zahlen müsst, wird für euch automatisch bei jedem Einkauf ein Baum gepflanzt. EcoFi nutzt dabei nämlich eine kleine Provision von eurem Einkauf, die ihr ohne EcoFi meistens eigentlich nur verschenken würdet. Also wenn ihr in Zukunft diese Provision nutzen und mehr aus euren Einkäufen machen wollt, installiert EcoFi gleich nach diesem Video über den Link in der Beschreibung. Machen wir weiter mit dem YouTuberinnen-Duo Victoria Sarina. Die beiden 26-jährigen Freundinnen haben fast 2 Millionen Abonnenten auf YouTube und bei ihnen ist wirklich alles quietschbunt, rosa und auf kleine Mädchen als Zielgruppe abgestimmt. So sind beispielsweise Pferde, Kleider und ihr Leben als beste Freundin die Hauptthemen auf ihrem Kanal. In ihren Videos kleiden und verhalten sich Victoria und Sarina dabei auch meistens, als wären sie selbst noch Teenager, sprechen mit hohen Stimmen und kommunizieren mit ihren Zuschauerinnen, als wenn diese zu ihrem Freundeskreis gehören würden. Natürlich wäre es an sich auch kein Problem, wenn zwei erwachsene Frauen auf YouTube ihren Fans ein Leben wie in einem Bibi und Tina-Hörspiel zeigen. Allerdings gibt es mittlerweile massive Kritik an den beiden. Victoria und Sarina sind nämlich sehr geschäftstüchtig und verkaufen unglaublich viele auf Kinder abgestimmte Produkte, die nach Meinung einiger Kritiker viel zu teuer und teilweise auch sehr ungesund sind. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie ausnutzen, dass ihre jungen Fans sie als ihre Freundin sehen und dass sie ihnen ordentlich das Geld aus der Tasche ziehen würden. So prangerte der Kanal offen und ehrlich beispielsweise an, dass Fans auf einer Live-Show 89 Euro Eintritt zahlen mussten und dann fast nur Werbung für weitere Victoria Sarina Produkte zu sehen bekamen. Außerdem wurde auch kritisiert, dass ihr Keksteig und ihre Torte für Kinder viel zu viel Zucker enthalten würden. Weiter geht's mit einem Fall, der so erschreckend war,
war, dass nicht nur andere YouTuber darauf reagierten, sondern sogar Zeitungen darüber berichtet haben. Im März diesen Jahres wollte Tim von dem erfolgreichen YouTube-Kanal Gewitter im Kopf seinen ersten richtig professionell aufgenommenen Song herausbringen. Dass man für sowas Promo macht, ist natürlich klar und nichts Ungewöhnliches. Aber die Art, wie die beiden im Vorfeld für Aufmerksamkeit sorgten, wurde von Fans und Kritikern als äußerst umstritten wahrgenommen. Zunächst einmal löschten die beiden nämlich alle Bilder von ihrem Instagram-Account. Anschließend luden sie ein Bild mit schwarzem Hintergrund hoch, auf dem lediglich "Du fehlst mir" stand. Dies versetzte die Fans natürlich in Angst und sie fragten unter dem Post nach, ob Jan verstorben sei, worauf sie keine Antwort erhielten. Stattdessen erschien auch auf dem YouTube-Kanal später ein Videotrailer, in dem man nur erfuhr, dass jemand nicht mehr am Leben sei und einen aufgelösten Tim sah. Anschließend kam dann endlich die Aufklärung. Alles stellte sich nämlich nur als Promo für den Song "Du fehlst" heraus, den Tim herausbrachte, um damit seinen verstorbenen Opa zu würdigen. Danach folgte jedoch eine riesige Kritikwelle, in der sich viele vor allem darüber beschwerten, dass Tim den Tod seines Opas lediglich nur für eine riesige Promo-Aktion nutzte und seine echte Trauer fast zu einer Show verarbeitete. Dass YouTuber sich für ihre Videos und Thumbnails gerne mal von anderen inspirieren lassen, ist kein Geheimnis. Schließlich muss man das Rad nicht jedes Mal neu erfinden und bei vielen klassischen Challenges und Videoformaten lässt sich eh nach Jahren nicht mehr herausfinden, wer einmal damit angefangen hat oder ob nicht auch verschiedene Leute parallel die gleiche Idee hatten. Die Aktion, die sich die YouTuberin Rebecca Wing geleistet hat, geht allerdings noch einen Schritt weiter, denn sie ließ sich nicht einfach nur inspirieren oder übernahm Teilkonzepte von anderen YouTubern, sondern kopierte einfach fast 1:1 von anderen, ohne dass die anderen YouTuber es ihr erlaubt hätten oder überhaupt davon wussten. Die umstrittene YouTuberin übernahm zum Beispiel Thumbnails von amerikanischen YouTubern und fügte sich dann einfach nur noch selbst darauf ein. Wesentlich heftiger war aber, dass Rebecca auch deren Videos so exakt nachspielte, dass man den Content-Klau in der Gegenüberstellung sofort mit einem Blick bemerkte. Kurioserweise hieß die amerikanische Urheberin der Originalvideos auch noch Rebecca. Kommen wir nun zu Chan Broke. Der YouTuber hat über 830.000 Abos und veröffentlichte ein Video, mit dem er sich eigentlich wehren wollte, aber alles nur noch schlimmer machte. Nachdem der Satiriker Jan Böhmermann nämlich Anfang des Jahres aufdeckte, dass viele YouTuber und Influencer mittlerweile in Dubai leben und so nicht nur der deutschen Steuer entfliehen, sondern außerdem Werbung für ein umstrittenes Regime machten, wurde Chan Broke wütend und versuchte, sich gegen die Fakten von Böhmermann zu verteidigen. Im Gegensatz zu dem Moderator, der unter anderem die heftigen Strafgesetze und die schlechten Frauenrechte in Dubai anprangerte, sah Chan Broke nichts Schlechtes am Emirat. So veröffentlichte er ein Video mit dem Titel "Ansage an Jan Böhmermann", in dem er versuchte, die ganzen Vorwürfe zu verharmlosen. Dabei blendete er viele Kritikpunkte einfach aus und fing sofort an, über Dinge wie Steuerverschwendung in Deutschland zu reden und zu erklären, dass es ganz normal ist, Zitat, bei Steuern zu tricksen. Auch stellt er die Behauptung auf, dass es niemand etwas angehen würde, wo man als Influencer hinzieht und ob man daraus einen Steuervorteil hat. Themen wie Moral oder die Vorbildfunktion von Influencern lässt Chan Broke völlig aus und stellt Steuerflucht so fast schon wie eine Normalität dar, die kaum Nachteile hat. Das brachte ihm natürlich massenhaft negative Kommentare sowie über 18.000 Dislikes. Viele seiner Zuschauer bezweifelten, ob der YouTuber überhaupt verstanden hat, worüber er sich so aufregt. Kommen wir nun zu Montana Black. Der berühmte Streamer geriet schon häufiger für die verschiedensten Aktionen in die Kritik und musste auch schon mehr als einmal um seinen Account bei Twitch bangen. Eine Sache, die etwas grenzwertig war, ereignete sich dann auch im letzten Jahr und ergab sich eigentlich aus einem Zufall. Montana Black kennt nämlich den Rapper King Ork. Dieser ist wiederum aber nicht einfach nur Rapper, sondern produziert tatsächlich auch selber Filme. Und zwar nicht ganz normale Spielfilme, sondern Filme mit sehr expliziten Inhalten für Erwachsene. Und genau auf einen solchen Filmdreh nahm der Rapper Montana Black dann auch mit. Aber beim reinen Zuschauen sollte es für Montana Black dabei nicht bleiben. Tatsächlich spielte er in dem Film nämlich sogar mit. Monte entkleidete sich für seine Rolle zwar nicht und machte
machte auch nichts Unanständiges. Allerdings kam die gesamte Aktion nicht bei allen Fans so gut an, da Montana Black für viele eigentlich ein großes Vorbild ist, hier jedoch nicht unbedingt vorbildhaft erschien. Als letztes stellen wir euch nun noch eine wirklich grenzwertige Aktion des YouTubers Simex vor. Simex hielt es nämlich tatsächlich für eine gute Idee, die Pandemie, die unser aller Leben schon länger negativ beeinträchtigt und die das Leben vieler Menschen gefährdet, für Klicks zu nutzen. Hierzu lud er ein Video hoch, in dem er einen Fan zeigte, der aufgrund des Virus angeblich nur noch wenige Tage zu leben habe und dessen größter Wunsch es sei, noch einmal mit Simex Fortnite zu spielen. Die emotionale Geschichte erzeugte natürlich viel Mitleid und landete auch ganz oben in den Trends von YouTube. Anschließend stellte sich aber heraus, dass die ganze Story nur gefaked war. Halb YouTube Deutschland rastete aus und große YouTuber und Streamer wie Montana Black, Unge oder KuchenTV kritisierten Simex für diese Aktion scharf. So wurde der YouTuber schließlich gezwungen, sich zu entschuldigen. In seinem Statement sah er zwar ein, dass er einen riesigen Fehler gemacht hatte, gab allerdings an, dass er dachte, dass sein Video nur als Unterhaltung und nicht als echt verstanden wird. Das war's nun auch schon mit unserem Video zu den grenzwertigsten Aktionen bekannter YouTuber. Probiert wie erwähnt unbedingt mal EcoFi aus über den Link in der Beschreibung und pflanzt ab sofort mit jedem Online-Einkauf einen Baum. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!